Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dock. Direkt neben der Elfi erlebst du den Hamburger Hafen aus bisher ungesehenen Perspektiven mittels modernster Virtual Reality Technologien, Projektionen und Live-Simulationen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Agnes Tjarks. Ahoi Agnes. Moin Lars. Lieber Agnes, in der letzten Woche bist du vom Radfahrer zum Visionär des Hauptbahnhofs geworden. Zusammen mit der Bausenatorin Stapelfeld hast du den Entwurf für den neuen Hauptbahnhof vorgestellt. Die Reaktionen waren sehr positiv, ist ja auch nicht immer so in der heutigen Zeit. Nur wann er kommt und wie teuer das wird, weiß noch niemand. Kannst du den Zeitraum so ein bisschen einschränken, wenn wir beide noch auf dem neuen Bahnhofsgelände flanieren? Ja klar, das werden wir auf jeden Fall tun. Es ist aber auch so, dass man wissen muss, dass obwohl das seit vielen, vielen Jahren überfällig ist, es Baumaßnahmen rund um den Hauptbahnhof gibt, die dort vorangehen muss, bevor wir diese neue Bahnhofshalle errichten können. Und das betrifft insbesondere die Altmannbrücke und die Steintorbrücke. Die sind beide kaputt und müssen ausgewechselt werden. Und wenn ich das jetzt gleichzeitig machen würde, kann ich dir jetzt schon sagen, wer Baustellenkoordinierung ruft. Und dann ist es so, dass die Steintorbrücke auch etwa doppelt bis dreimal so breit gebaut werden muss, um tatsächlich dann diese Bahnhofshalle aufzunehmen. Und was man dafür braucht, ist, dass man vorher weiß, wie genau die Gleisfeldkonfiguration im Hauptbahnhof ist, weil davon hängt ab, wo die Standorte der Widerlager für die Brücken sein können. Und das zeigt dir schon, mit welcher Komplexität wir hier arbeiten müssen. Heieieiei. Also ich würde tatsächlich bei den ganzen Begriffen, die du gerade gesagt hast, ja schon aussteigen. Wie wuselst du dich denn da so rein? Du, ich habe noch gar nicht angefangen, über das Stumpfgleis 15 zu reden, was im Deutschlandtakt etabliert ist, es in Hamburg auch mal gab, aber durch den Tiefbunker getrieben werden müsste. Naja, was heißt, wie wuselt man sich da rein? Die Bahn ist schon eine spezielle Wissenschaft für sich, aber am Ende des Tages muss ich ja nicht jede Gleisfeldkonfiguration im Detail verstehen, sondern es geht darum, dass wir dann am Ende politische Entscheidungen treffen und die vor allen Dingen auch in einer gewissen Geschwindigkeit getroffen werden müssen. Und das ist da, wofür ich da bin. Und das andere können die Fachleute. Das heißt, da gehört auch eine Menge Vertrauen zu den vielen Leuten, die da irgendwie mit Zahlen und Maßen und Begrifflichkeiten rumwerfen. Ja klar, das ist natürlich so, wenn man mit am Ende des Tages, wenn wir jetzt ja mal Unternehmen, die hier in Hamburg am Verkehr dranhängen, die Hochbahn, die VHH, S-Bahn, wenn man aber auch die Deutsche Bahn mal mit dazu zählt, dann reden wir über viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das ist völlig klar, ohne Vertrauen geht das nicht. Aber trotzdem dreut natürlich ein riesiger Verkehrsstau. Wenn ich mir vorstelle, dass die Leute von der A7 über die Elbbrücken alle mal reinkommen, am Hauptbahnhof ja dann vorbeigeführt werden und gleichzeitig natürlich die Bahn und die S-Bahn ja auch alle weiterhin fahren sollen. Wie funktioniert das? Oder wird das dann möglicherweise auch verlegt nach Harburg und dann müssen wir alle irgendwie von Harburg aus wieder in die City kommen? Na, die Hauptthemen sind wir gerade dabei, ja abzuräumen. Oder sagen wir mal so, das sind natürlich das, was du andersrum, das, was du ansprichst, ist natürlich immer ein wichtiges Entscheidungskriterium. Also ein Beispiel. Dadurch, dass wir die Sanierung der Freihafen-Elbbrücke gestoppt haben, kommen wir überhaupt erst in die Lage, eine Umfahrung für die Bahn-Elbbrücken zu bauen, die nicht über die S-Bahn-Gleise geht und damit die S-Bahn für 4 Jahre lang aus Harburg, naja, sag ich mal, sehr stark einschränkt. Dadurch, dass wir uns für ein Modell der Sternbrücke entschieden haben, das im Gegensatz zu vielen anderen Modellen nicht wirklich lange Sperrpausen auf der Straße und auf der Bahn beinhaltet, minimieren wir die Thematiken. Und dadurch, dass wir uns nicht für eine Vollüberdeckelung des Südfeldes entschieden haben, sparen wir ungefähr 10.000 Sperrstunden ein. Das heißt, in all diesen Entscheidungen wird das natürlich mit berücksichtigt. Okay. Sag mal,
Es gibt ja zwei Themen in dieser Stadt, Corona und Stau. Mhm. Du mühst dich gerade ab, ganz viele Kilometer Radfahrwege besser und sicherer zu machen. Mhm. Sind denn Autofahrer einfach lauter als Radfahrer oder wie kommt dieses viele Ungemach? Wie erklärst du dir das? Ist ja wahrscheinlich eine ganze Menge Psychologie dabei. Ja klar, der längste Stau ist immer der, in dem ich selbst stehe. Und ich meine, ehrlicherweise habe ich auch noch keinen gefunden, der gerne im Stau steht. Ich übrigens auch nicht. Also das muss man schon so klar sagen. Man kann Podcasts hören im Stau. Ja, aber das könnte der einzige Vorteil sein. Ja, wir können uns zuhören. Aber nein, Stau macht ja keinen Spaß. Das muss man so klar sagen. Wir haben aber auch jetzt ja in letzter Zeit eine Berichterstattung gehabt, die nochmal sehr klar Folgendes gesagt hat. Es gibt den Goldstandard der weltweiten Mobilitätsstudie. Das ist die Inrings-Studie. Das ist ein Mobilitätsdatenanbieter. Und der hat sehr klar gesagt, in Hamburg gibt es viel weniger Stau als in München, als in Berlin, also in den vergleichbaren deutschen Großstädten. Und wir liegen mit, ich glaube, 47 Stunden Stau etwa auf dem nicht weit entfernt vom deutschen Durchschnittslevel, so dass von 40 Stunden. Die 47 Stunden Stau am Tag oder? Nee, im Jahr. Worauf bezieht sich das? Das bezieht sich im Jahr auf das Jahr. Ach so, jeder Bürger steht ja 47 Stunden im Stau. Ja, in Hamburg. In München ist bist du, glaube ich, bei 79. Das müsste ich dem Detail nochmal nachreichen. Ich glaube, in Berlin bist du bei, Hier keinen Faktencheck, wir reden ja nur. 67 und in Hamburg bist du bei 47. Und du musst ja die Städte mal ein bisschen miteinander vergleichen. Und nach Hamburg kommt dann, glaube ich, ich reich's dir nach, aber ich glaube, das nächste ist dann Pforzheim mit 46 Stunden. So, also wo du dann merkst, eben, da bist du dann in anderen Ligen unterwegs und wir reden ja hier über Großstädte und da steht Hamburg auch im europäischen Vergleich ehrlicherweise gar nicht so schlecht da. Jetzt komme ich noch mit einer anderen Zahl. 40 Euro pro Jahr wird pro Bürger für Radfahren ausgegeben. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, oder? Doch, das ist viel. Und zwar ist das so, der Bundesverkehrs... wie heißt das Ding hier? Der Radverkehrsplan des Bundes hat als Zielwert 30 Euro den Einwohner. Mhm. Und den erreicht übrigens fast keine deutsche Stadt, außer wir. Und Kopenhagen hat im langjährigen Mittel 40 Euro den Einwohner ausgegeben, um sich zur Fahrradstadt zu transformieren. Allerdings haben wir das jetzt auch erst ein Jahr geschafft, 40 Euro wirklich tatsächlich auszugeben. Das heißt, wir müssen das jetzt nochmal auf dem Niveau verstetigen. Aber das zeigt eben, 40 Euro ist schon ein guter und passabler Wert. Wie siehst du denn eigentlich die Diskussion rund um das Bundesverkehrsministerium? Das wurde ja den Grünen so ein bisschen als Niederlage ausgelegt, dass sie das nun nicht bekommen haben. Jetzt ist quasi dein, ja, richtiger Chef ist es ja nicht, aber dein Partner in Berlin auf Bundesebene, Matthias Wissing von der FDP. Wie sehr freust du dich denn? Hast du ihn schon kennengelernt? Also im ersten Moment war ich schon sehr enttäuscht. Es ist dann aber auch so, Politik ist nun mal ein Prozess und eben auch ein Aushandlungsprozess und deswegen müssen wir eben damit jetzt auch umgehen. Und wir haben am Rande der Verkehrsministerkonferenz mit Herrn Wissing geredet und ich hatte dort einen positiveren Eindruck, als aufgrund der erstmaligen Äußerung vielleicht man auch haben hätte können. Wann seht ihr euch denn das erste Mal? Wir haben ja im Kamingespräch miteinander gesprochen. Es ist halt so, dass die Verkehrsministerkonferenz wie im Prinzip alles andere ja auch momentan digital tagt. Und insofern. Und das Kamingespräch findet dann auch per Zoom statt sozusagen. Quasi, ja. Und als Bildhintergrund hat man dann einen Kamin. Als Bildhintergrund, es gibt die VMK-Vorsitzende, Frau Schäfer aus Bremen, die hat in der Tat einen Kamin im Wohnzimmer stehen. Und die verschickt vorher dann Weine aus dem Bremer Ratsweinkeller, sodass jeder Minister sich zumindest ein bisschen in Bremen willkommen fühlt und nebenbei dann Bremer Ratswein trinken kann. Jetzt hast du ja gesagt, du warst enttäuscht über diese Entscheidung oder über das Ergebnis. Wie ist es denn dazu gekommen letztendlich? Was hast du denn da gehört? Oder wird dir das eigentlich erklärt von der Parteispitze oder hast du es dann als treuer Parteisoldat so entgegenzunehmen? Nein, es ist natürlich so, dass wir vorher viele Gespräche führen und gucken, dass wir den Koalitionsvertrag, der, glaube ich, übrigens im Vertrag selbst im Verkehrsbereich durchaus in die richtige Richtung geht. Also das ist nicht so, dass ich mit allen Themen, die da drin sind, unglücklich bin. Will mal ein paar Themen hervorheben. Digitalisierung der Schiene beispielsweise, überhaupt viel mehr Geld für die Schiene, Planungsbeschleunigung für wichtige Projekte, Knoten Hamburg, die Strecken nach Niedersachsen raus, Verstetigung des Geldes für den Radverkehr. Das sind alles Themen, die
mit dem man sehr positiv umgehen kann und das, was wir auch unbedingt brauchen. Und jetzt ist es halt so, dass ich natürlich der Meinung wäre, dass das mit einem grünen Minister noch viel stärker und schneller in diese Richtung geht. Aber im Kamingespräch hat sich Herr Wissing auch sehr deutlich zu dem Thema des Klimaschutzes bekannt und auch sehr deutlich bekannt zu dem Thema, dass er Verkehrsminister auch der Radfahrer und der öffentlichen, der Menschen ist, die den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Und darauf aufbauend werden wir jetzt natürlich anfangen, Gespräche mit seinem Ministerium und ihm selbst auch zu führen, um das in Hamburg weiter voranzubringen. In der aktuellen Ausgabe von Endclub die Show musste Melanie Leonard erklären, was in der Endclub die Show, du warst auch schon mal Gast, musste Melanie Leonard erklären, was in der Sozialbehörde alles so an nachhaltigen Dingen passiert. Unter anderem sprach sie von einem Schrittewettbewerb. Macht ihr sowas auch in der Verkehrsbehörde oder was gibt's denn sonst noch so an nachhaltigen Aktionen und Initiativen innerhalb eurer Behörde? Also sie sprach auch, dass sie Kaffeekapseln nicht nutzen, aber ich glaube, das ist in der grünen Behörde sowieso noch nie da gewesen, ne? Nee, also Kaffee. Hier gibt's, glaube ich, nur Filterkaffee, aber ich trinke gar keinen Kaffee, deswegen weiß ich das nicht oder fast nie Kaffee. Nein, also der Punkt ist, dass ja momentan funktioniert die Behörde ja extrem digital. Das heißt, wir sind ja praktisch alle im Homeoffice und damit vermeidest du natürlich jeden Tag haufenweise Verkehr. Sehr schön. So, jetzt reden wir aber über die Top 3. Ich habe mir überlegt, ne, du bist ja immer viel unterwegs und musst mal Leuten auch mal Sachen mitbringen. Vielleicht bringst du auch Blumen mit. Ich hätte gerne von dir die Top 3 an Blumenläden. Wo kaufst du denn Blumen? Vielleicht, also den Weihnachtsbaum kauft man ja auf dem Markt. Ich weiß gar nicht, hast du einen Weihnachtsbaum? Nee, ich dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum, weil ich bei meinen Eltern feiere. Ja. Und meine Kinder es dieses Jahr nicht offensiv eingefordert haben. Letztes Jahr haben wir den, selber geschlagen. Ja. Und zwar... Die frisch gepflanzten einer 9 Meter Altona gleich schon einen weggeruppt. Nein. Nein, sondern wir sind nach Schenefeld gefahren mit der S-Bahn und haben da einen Weihnachtsbaum geschlagen. Okay. Und das war letztes Jahr in der Corona-Pandemie, war das eines der aller, also es war ja wieder auch vor Weihnachten, war ja die, was weiß ich, zweite Welle oder was das da war, war es eine der ganz wenigen Aktionen, die du überhaupt machen kannst. Du hast beschissenes Wetter, ja, frühe Dunkelheit. Und was machst du da mit Kindern, wo du nicht ins Theater, Kino, sonst was gehen kannst? Ja, Weihnachtsbaum schlagen. Das haben wir letztes Jahr gemacht in Schenefeld. Und ansonsten Blumen kaufe ich ganz klassisch auf dem Markt. Ja, so. Wir haben einen super Blumenstand. Jetzt müssen wir aber eine Top 3 machen hier. Also, Platz 1 ist auf dem Markt. In Ottensen. Platz 1. Altona Altstadt. Ne? Ja. Darüber gehst du. Mhm. Große Bergstraße. Mhm. Da ist sozusagen Platz 1 und ehrlicherweise auch Platz 2 und Platz 3. Also wenn ich, ich habe früher gerne in der Schanze die Blumen gekauft, die es sozusagen vom Großmarkt da noch so ein bisschen billiger gab. Aber da ich nicht mehr in der Schanze wohne. Anja, sag doch was. Ich bringe dir die vorbei. Die sind hier 3 Häuser weiter neben unserer Fabrik. Ja, ja, genau. Nee. Also... Nö, Markt, Altona. Okay, so. Liebe Agnes, vielen, vielen Dank. Vielen Dank vor allen Dingen für die tollen Gespräche in diesem Jahr. Und dann sehen wir uns spätestens bei der nächsten Ausgabe oder übernächsten von Endclub die Show, damit du den Titel dann nochmal richtig gehört hast. Wünsche dir ein schönes Restjahr, guten Rutsch und weiterhin eine gute Hand auch mit der Bahnhofsplanung. Tja, frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.